Hallo, zum Ersatztalk. Ich bin nicht Carola Kummert und ich werde auch nicht über Bühnentechnik reden. Falls das noch jemand im Programm gesehen hat, tut mir leid, sind verwandte Themen. Aber sie macht das auch mit dem Raspberry und dem Arduino. Was man also jetzt in dem Vortrag hört, kann man theoretisch auch in dem anderen so ein bisschen benutzen, die Kenntnisse. So. Worüber ich nun reden werde, ist PHP und Arduino. Connections to the Physical World. Sprich, für PHP machen wir ja meistens Websachen. Hardware-Steuerung geht auch. So komisch sich das anhört, das funktioniert tatsächlich. Wenn zwischendurch Fragen sind, einfach kurz den Arm hoch, dann machen wir das direkt. Am Ende natürlich ist auch noch mal ein bisschen Fragezeit. Aber nicht, dass da irgendeiner unter den Tisch fällt, weil vergessen. Was ist der Arduino? Arduino ist eine Open Source Electronics Prototyping Plattform based und bla bla bla. Ja. Das steht in Wikipedia drinne so, beziehungsweise auf der Arduino-Webseite selbst. Was ist? Es ist eine Initiative einer italienischen Universität ursprünglich gewesen, die sowohl die Hardware wie auch die Software offengelegt haben von Mikrocontrollern. Das hat dazu geführt, dass natürlich viele kleine Hardwarehersteller sich gebildet haben, die alles Mögliche dafür bieten. Verschiedene Varianten von Arduinos, ein paar zeige ich gleich. Zum anderen aber auch, dass es sehr, sehr einfach ist, die zu programmieren. Vor ein paar Jahren hat man noch so einen Bootloader dafür gebraucht, um die Firmware draufzuspielen. Der Arduino selbst, das ist eine der größten Sachen, ist halt über USB bespielbar. Die meisten Arduinos haben einen USB-Anschluss, andere machen das über einen zusätzlichen Adapter. Aber statt halt 200 Euro für das Bootloader-System auszugeben, kann man mit einem Arduino für 10 Euro anfangen, was die Einstiegsschwelle ein wenig senkt. Was haben wir so an Arduinos? Das ist der klassische, derzeit klassische Arduino, der Arduino Uno. Da ist so ein kleiner Atmel-Chip drauf mit 8 Bit, ziemlich wenig Speicher. Das ist das, was so in einer Kaffeemaschine oder einer Waschmaschine drin ist. Wahrscheinlich die heutigen Kaffeemaschinen und Waschmaschinen haben ein bisschen mehr Leistung als das, der Ding-Teil, aber ja, sowas ist da drin. Mikrocontroller. Das andere, was man sieht, hier ist noch so ein klassischer USB. Falls hier noch jemand gesehen hat, am Drucker ist sowas meistens noch dran, sonst nirgendwo. Darüber ist noch Netz und was das Interessante ist, weil es gibt hier viele Anschlüsse, wo Elektronik ran kann. Die machen nicht viel. Einige machen an-aus. Die mit der Welle können auch sehr, sehr schnell an-aus machen. Dadurch kann man LEDs dimmen und ähnliche Geschichten. Hier haben wir analog in. Da kann also digital, also ein Spannungssignal angenommen werden. Kann schauen, wie stark ein Widerstand zum Beispiel gerade ist. Temperatursensoren, Lichtsensoren, die ganze Palette läuft einfach nur darüber, dass festgestellt wird, wie groß der Widerstand an dem Pin gerade ist. Und hier sind auch noch mal ein paar, auch digitale Pins, ein bisschen Power-Out, solche Sachen. Wenn man das Ding mal ganz kaputt gespielt hat und die Firmware-Loader nicht mehr funktioniert, also der Standard-Firmware-USB nicht mehr funktioniert, dann kommen die sechs zum Einsatz. Darüber kann man über eine Spezialhardware das Ding auch noch mal retten. Das ist, wenn die Pins nicht ausreichen von dem Kleinen, gibt es einen Mega. Der ist dann ein bisschen größer, mit ein paar mehr Pins. Und dadurch, dass halt das alles standardisiert wurde und offengelegt, freigelegt wurde, ist nicht nur ein Ökosystem von Software entstanden, also auch von Hardware. Das sind die sogenannten Shields. Die kann man auf den originalen Arduino oben drauf stecken und braucht nicht mehr löten, sondern hat die Funktionalität direkt. Hier ist ein Netzwerkanschluss drauf. Und eine SD-Card-Slot und die normalen Pins werden halt durchgeschleift, da kann man sich wieder dran stöpseln oder noch ein Shield oben drauf stöpseln. Manche Türme sehen dann durchaus amüsant aus. Ja? Beliebig nicht, wenn die Pins belegt sind, sind sie belegt. Die müssen ja irgendwie miteinander reden. Also das muss schon ein bisschen kompatibel sein, aber es haben sich natürlich so ein bisschen Standards gebildet, ne? So Pseudostandards, weil haben alle so gemacht. Aber grundsätzlich gibt es halt so viele Shields, dass es nicht alle übereinander stapeln kannst. Es gibt, glaube ich, derzeit über 300 verschiedene Shields, nur auf der Shields-Seite. Ja. Hier haben wir ein anderes, also ein Prototypen-Shield. Da werden wir gleich noch ein bisschen was zu sehen. Das ist ein sogenanntes Breadboard, da kann man drauf Bauteile draufstecken. Wenn man das nicht draufsteckt, sind hier drunter auch entsprechende Lötstellen. Man kann es also auch hart verlöten, wenn man sich sicher ist, dass das so sein soll. Und hier ist ein Motorshield. Damit kann man halt Motoren steuern.
Warum extra Shield und so große Klemmen? Motoren brauchen ein bisschen mehr Strom als so eine LED. Wenn man die direkt ansteuert vom Arduino, dann passiert es häufig, dass man einen neuen Arduino benötigt. Mit dem ich hier arbeite und den ich auch mitgebracht habe, ist ein etwas anderer Arduino. Weil die sind mir ein bisschen groß, ich bin so für klein, weil passt in die Tasche. Das ist ein Arduino Nano. Der hat genau die gleichen Pins dran wie der Uno. Aber halt, er ist ein Stückchen kleiner, so ungefähr so groß wie ein Kaugummistreifen. Den kann man ganz bequem einfach auf so ein Brettboard draufstecken und darauf weiter basteln. Und wenn man dann fertig ist, gibt es dafür ein Breakout-Board. Hier sitzt jetzt der Nano drauf und das ringsrum ist das Format vom Uno. Und da passen die Shields wieder drauf. Also solche Späße. Breadboards, gerade erwähnt, ist Prototypenschaltung. Damit fängt man an. Jemand schon mal sowas benutzt? Also das ist das, was man typischerweise hat. Wie groß? Schon die 400, die 1600er oder so, die gibt es ja wirklich in ganz groß. Das ist das typische Standardteil, das hat glaube ich 800 solche Pins. Das Ganze gibt es dann auch noch in Half-Sides, da saß eben der Nano drauf, das ist genau die Hälfte. Und diverse andere. Das Schema von diesen Breadboards ist immer, dass man zwei Reihen hat, die durchgängig geschaltet sind, oben und unten jeweils, für Spannung und Ground, ja, plus minus. Und diese Reihen sind immer so verbunden. Also dass man hier, sieht man hier am Grün symbolisiert, die sind miteinander verbunden immer. Und dadurch kann man halt relativ bequem Bauteile draufstecken. Die beiden Enden der Bauteile gehen dann über die große Lücke hinüber im Normalfall oder so lang. Und um zum nächsten Kabel zu gehen, kann man hier stöpseln. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist ein relativ einfaches Beispiel. Und da sieht man, dass hier der Nano draufsteckt und dann sozusagen auf der gleichen Reihe ist das Kabel aufgesteckt und ist dadurch verbunden und bekommt halt entsprechend den Pin zum Weiterstöpseln. Ja, also wie Baukasten. Kein Lötkolben erstmal notwendig. Man kann einfach anfangen zu stecken. Und wenn es einem nicht gefällt, dann ruft man es wieder auseinander. Das Schöne daran ist, das ist auch alles viel Plastik ringsrum. Und es sind niedrige Spannungen, da kann erstmal nichts passieren. Also da fackelt nicht direkt die ganze Bude ab. Das kann dann größer werden mit mehr Kabeln im Laufe der Zeit. Kommen wir später noch zu. Und wenn man das halt erstmal ein bisschen digital planen will, das ist eine Software von Fritzing. Mit der kann man Breadboard-Layouts planen. Da hat man die Bauteile drin, kann die hinziehen. Das ist jetzt gerade ein Beispiel für eine LED, eine RGB-LED angeschlossen. Da gehen halt die verschiedenen RGB-Pins auf Widerstände, auf die LED und zurück auf Ground. Eignet sich auch wunderbar zu Dokumentationszwecken. Wenn man das fertig hat, man kann halt die Schaltung konzeptionieren, kann man diese Sachen dann bei Fritzing direkt als Shield bestellen. Darüber verdienen die Geld. Aber die Diagramme wird man, wenn man im Arduino-Umfeld guckt, häufiger sehen. Weil da, wie gesagt, für Doku-Zwecke wunderbar geeignet. Man sieht, wo man was reinstöpseln muss. Das Standardprogramm, das man bei Arduino bekommt, ist die Arduino IDE. Die ist in Processing geschrieben und ist sehr rudimentär. Sie hat Syntax-Highlighting. Machen wir etwas größer, dann kann man es ein bisschen besser erkennen. Das ist ein C-ähnlicher Dialekt mit vielen Bibliotheken und anderem dran und darüber kann man den Arduino programmieren. Das ist die klassische Variante, wie man rangeht. Diese Programme laufen dann auch auf dem Arduino. PHP läuft nicht auf dem Arduino, ungünstigerweise. Dafür reicht die Leistung nicht aus, um eine PHP-VM auf dem Arduino zu steuern. Zumindest nicht auf den derzeitigen Arduinos. Es gibt eine Ausnahme, das ist der Arduino Jun. Der Arduino Jun hat neben seinem normalen Arduino auch noch einen ARM-Chip drauf und entsprechenden Krams, da läuft dann ein OpenWRT drauf. Da kann man also normale Linux-Pakete drauf installieren und da ist auch PHP dabei. Der hat das gleiche Format nach außen wieder Uno, die gleichen Pins, die Shields sind wieder verwendbar. Da kann das PHP auch drauf laufen. Man braucht also eine Kommunikationsmöglichkeit und diese Kommunikationsmöglichkeit ist Firmata. Auf dem Arduino läuft dann der Firmata-Server
Man hat eine entsprechende Client-Bibliothek, die auf einem PC, auf einem Raspberry oder halt auf dem Yun läuft. Die redet, die macht eine Verbindung auf, eine serielle Verbindung und redet die ganze Zeit mit dem Uno und sagt ihm, welche Pins der an- und ausmachen soll, welche Werte gerade drauf sind, alles sowas. Das Formatterprotokoll ist MIDI-based. Schon mal jemand mit dem MIDI-Protokoll mal reingeschaut? Binärprotokoll, 3 Bytes, sehr effizient. Ist das, was bei den Keyboards benutzt wurde. Ne? So Notenanschläge war das ursprünglich. Darauf ist ausgebaut. In dem Fall können wir dadurch den Pin-Status abfragen, die Pins manipulieren und es gibt auch noch erweiterte Befehle für bestimmte Sachen, die nicht direkt auf dem Rechner laufen können. Wenn man beispielsweise einen Sonar anschließt, dann funktioniert das nicht besonders gut über die serielle Kommunikation, weil so ein Sonar die Mikrosekunden der Laufzeit misst und Mikrosekunden und serielle Kommunikation funktioniert nicht besonders gut miteinander. Das ist das klassische Formatter-Testprogramm, das man so bekommt. Sehr übersichtlich. Das erste, was ich also gemacht habe, ist Ziel, das ersetzen. So sieht die PHP-Variante davon aus. Die läuft dann natürlich auch im Browser. Das ist ein Bootstrap mit entsprechenden Buttons. Ist recht praktisch, wenn man mal sehen will, wie der aktuelle Arduino, den ich da gerade angeschlossen habe, welche Pins hat er denn, was kann ich damit steuern, welche Modi haben die Pins. Man sieht das hier, was ich angesprochen hatte. Digitale Ausgabe, digitale Eingabe, analoge Ausgabe, analoge Eingabe. Und Motor, Servo, um genau zu sein. Servos sind Motoren, die man auf eine bestimmte Gradzahl stellen kann über die Spannung. Roboterarme und sowas. Ja? Ja, das ist richtig. Also ich kann das mal hier mal aus der Präsentation so ein bisschen raus. So, also das Formatter läuft jetzt in dem Fall. Ich mache mal ein bisschen kleiner, dann damit die Pins auch sichtbar werden. So. Das ist jetzt tatsächlich live. Wenn ich jetzt hier am Widerstandsregler unten drehe von meiner Demo, dann verändert sich das auch. Das Formatter läuft auf dem, also die Frage war nochmal, ob das Formatter selbst macht oder das PHP. Das Formatter-Server läuft auf dem Arduino. Das ist ein kleines Programm in C geschrieben, was auf dem Arduino läuft. Der macht eine serielle Verbindung, also der erwartet eine serielle Verbindung. Die wird von PHP geöffnet. Und dann laufen entsprechende Client-Bibliotheken auf meinem Rechner hier, auf meinem PC gerade, die dann über das Formatter-Protokoll mit dem Arduino reden und den steuern. Ja. Ich sehe also richtig, dass wir jetzt den Vorteil haben, dass wir nicht mehr C schreiben müssen, sondern du musst nicht mehr C schreiben und es ist natürlich in dem Moment interessant, wenn du Sachen machen willst, wie auf Datenbanken zugreifen, Webinterfaces bauen, solche Sachen, also wenn du Hochsprachen. Du kannst natürlich immer noch hingehen, wenn dann die Funktionalität von dem Programm, was du mit PHP und Formatter geschrieben hast, wenn dir wirklich feststeht, was das Ding können soll, kann man es immer noch runter implementieren. Prototyping hiermit ist schneller. Ich fange gleich an, ein bisschen Quellcode-Beispiele zu zeigen. Da wird man das dann sehen. Ja, aber das läuft schon. Also das ist jetzt auch gerade live. Wenn ich jetzt mal meine Kamera dazu schalte und... Na, komm her. Und den Pin, wo haben wir ihn? Pin 13 anmache, dann müsste er eigentlich jetzt, genau, diese weiße, jetzt hat das Bild wieder weggemacht. So. Pin 13 aus, Pin 13 an. Ja, das ist, die Arduinos haben üblicherweise, es gibt ein paar Ausnahmen, haben eine LED auf dem Pin 13 fest drauf, sodass man halt selbst für diese ersten Experimente gar nichts machen muss. Nur den an das USB anschließen. Dann funktioniert das schon. Ja. Wenn ich hier auf Input schalten würde, würde ich halt ein Signal, ob es an oder aus, also ob man einen Button drückt, lesen. Aber ja, das ist umschaltbar. Nicht auf jedem Pin geht natürlich jeder Modus. Also die Pins haben unterschiedliche Fähigkeiten.
Da ist eine andere Funktion, die das Formata dann mitbringt. Da sind für die verschiedenen Boards, die von Formata unterstützt werden, sind die Fähigkeiten reinprogrammiert, sodass der Client die abfragen kann. Wie viele Pins und welcher Pin kann was. Mit welcher Auflösung bei Analog zum Beispiel auch. Ja. Der Server, der raufgespielt wird, ist in der Arduino IDE enthalten. Da sind so ein paar Beispielprogramme dabei. Einer davon ist der Formata-Server. Das heißt, hier muss man nur auswählen und auf Hochladen drücken, dann ist der drauf. Die Sachen liegen alle bei GitHub, die jetzt hier zu sehen sind, für die PHP-Sachen. In PHP, Serie Ports, darüber läuft halt die Kommunikation. Eine gute Nachricht, das sind Streams. Also wie man mit File-Get-Contents und sowas und F-Read, genauso kann man auch mit den Streams arbeiten, also mit dem Serial Port arbeiten. Die schlechte Nachricht dabei, es ist nur ein Stream, man kann die Konsole nicht konfigurieren. Man braucht also Konsolenkommandos, um das zu konfigurieren, welche Bauzahl und sowas. Muss also entsprechende Kommandozeilenprogramme aufrufen dafür. Das ist nicht so schön, da haben es die JavaScript-Leute ein bisschen besser. Und Windows. Wer nutzt Windows noch? Ja, ein paar haben wir. So ein paar Arme gehen so halb hoch. Windows hat ein großes Problem mit den Serial Ports und mit auch zum Beispiel mit Prozessen und ähnlichem. F-Read blockiert immer, bis es Daten bekommt. Das ist für sowas äußerst ungünstig, weil man ja de facto vielleicht Befehle geben will in der Zeit. Der blockiert immer vollständig. Ist nicht so schön. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu korrigieren. Das eine ist der SER-Proxy. Das ist ein Programm aus dem Linux-Bereich tatsächlich und wurde ursprünglich entwickelt, um GPS-Daten dem Programm zur Verfügung zu machen. Was es macht, ist einfach den Serial-Port über TCP verfügbar. Und PHP kann ziemlich gut mit TCP umgehen. Ja, wir reden von der Situation, dass Windows der Webserver ist, ja? Nee, also dass Windows der Arduino, der Formata Client ist. Dass ich sozusagen jetzt mein Programm, mein PHP-Programm auf Windows starte. Unter Linux funktioniert die serielle Verbindung tatsächlich, wenn man sie über die Kommandozeile konfiguriert. Also man braucht die entsprechenden Tools unter Linux, dass man eine Kommandozeilenkonfiguration des Comports machen hat, dann funktioniert es. Unter Windows muss man den Proxy dazwischenlegen, kann man unter Linux oder Mac natürlich genauso tun. Weil PHP wird stabiler, wenn der dazwischen liegt, beziehungsweise momentan noch. Es gibt eine Alternative inzwischen, und zwar ist das Gorilla PHP Mix Serial Port. Das ist eine Serial Port Extension für PHP. Damit kann man dann nativ mit dem Serial Port reden, wenn man die hat. Die gibt es für Linux, Unix, Windows, für alle Systeme downloadbar. Damit funktioniert dann unter allen Systemen direkt die Serial Port Kommunikation. Die muss man einmal installieren und dann kommt man endlich dazu, dass man Hardware steuern kann. Und da habe ich halt verschiedene Bibliotheken geschrieben. Das ist die oberste davon, das ist Carica Chip. Alles unterliegt MIT-License und so, kann man also frei rumlegen. Wenn es nicht gefällt, kann man es forken und umbauen. Das sind die notwendigen Befehle, um eine LED blinken zu lassen. Im Carica-Chip. Ist nicht ganz so viel Code. Das Ziel, was die Bibliothek hat, ist tatsächlich Hardware-Elemente wie eine LED so weit zu abstrahieren, dass man Funktionalitäten wie Blink bekommt, vor allem aber auch Code-Completion bekommt für Strobe, On, ne, welcher Pin, solche Sachen. Man kann halt eine andere Funktion nehmen, Puls, Strobe ist halt blinken, Puls ist pulsieren, also da geht er langsam an und aus. Oder man stellt die Helligkeit vorher noch ein und pulsiert dann. Also eine Fluent API ist damit halt da für die Hardwaregeräte. Das bietet Carica Chip. Das sind einfache PHP-Klassen. Die nächste Ebene liegt drunter. Das ist das tatsächliche Carica Formata. Das ist die Client-Implementation für PHP. Es gibt für diverse andere Sprachen auch Implementationen. JavaScript, Java, Processing,
Python, alles, was man kennt. Perl. Es gibt für eigentlich so ziemlich jede Programmiersprache eine Implementation dieser Fermata-Bibliothek, damit man die nutzen kann. Dieses PHP-Skript läuft nicht im Webserver. Ein Serial Port aufmachen und offen halten erfordert ja einen Status. Wenn ich das Skript beenden würde, wäre mein Serial Port wieder zu. Und jedes Mal, wenn ich ihn aufmache, macht er einen kompletten Reset meines Arduinos. Das wäre ungünstig. Außerdem kann der Arduino keine Nachrichten schicken. Also muss das Skript stabil laufen. Und das sieht man hier unten. Hier unten wird nämlich eine Event Loop gestartet. Das ist dieses Tolle, was Node.js die ganze Zeit macht. Das kann PHP auch. Da wird eine Event Loop gestartet und wenn sozusagen das Board aktiviert werden kann, dann holt er sich die LED und sagt, blinke mal. Wer lustig ist, kann auch eine Ebene tiefer gehen. Das ist das Board selbst. Da hat man Funktionen wie Pin-Mode oder Digital-Write, Analog-Write natürlich auch, Analog-Read, diese ganzen Stückchen. Das sind die Sachen, die man von der Funktionalität auch direkt auf dem Board aufrufen kann. Und dort sagt man jetzt zum Beispiel auf Pin 13 bitte das Byte 1 schicken oder halt das Byte 255. Blinkt auch. Digital-Write High, Digital-Write Low, an, aus. Das Problem dabei ist, wenn man mit sowas arbeitet, was ist, wenn ich eine zweite LED habe und die soll in einem anderen Rhythmus blinken? Oder parallel soll noch ein Sensor gelesen werden und die LED soll halt in dem Rhythmus blinken, wie der Sensor gerade der Widerstand ist. Dann wird das ziemlich kompliziert, solche While Loops. Und dafür gibt es halt ein Konzept, das die meisten dann kennen, das ist übrigens die OP-Variante davon. Das nennt sich Non-Blocking. Non-Blocking arbeitet mit Funktions-Callbacks für die einzelnen Aufgaben. Und das sollte jeder von, eigentlich jeder schon mal benutzt haben. Wir haben schon mal JavaScript gemacht im Browser. Ne? JavaScript im Browser hat einen Event-Loop. Jedes Browserfenster hat einen Event-Loop, die läuft standardmäßig. Die nimmt die Tastaturereignisse entgegen. Und meistens hat man nur was damit zu tun, wenn man sowas aufruft wie SetInterval oder SetTimeout. Dann sagt man nämlich der Event-Loop, bitte in einer Sekunde diese Funktion aufrufen. Mit SetWinterval einmal pro Sekunde diese Funktion aufrufen. Und am Ende wird die Loop hier gestartet. Hier sieht man auch deutlich, wie wir das Output-Modus setzen. Und dann wird hier der Pin von digital umgeschaltet an aus. Und in dem Konzept ist es natürlich jetzt relativ simpel, noch ein zweites Event hinzuzufügen für einen zweiten Pin, der halt im 3-Sekunden-Rhythmus blinkt. Das ist nicht mehr wirklich mehr Code. Ja? Verstehe ich das jetzt nicht irgendwie falsch? Also jetzt ist Loop, es fängt in jetzt, dann passiert Born, aber dann ist eventuell ja noch nicht, hat die Callback-Funktion noch nicht aufgerufen, dann genau. Müsste das Loop-Run da nicht rein? Nee, also man plant sozusagen seine Programmausführung, man schreibt einen Ausführungsplan und startet den dann. Das ist nicht ganz richtig, weil der das schon in dem Moment macht, wo man die eigentlichen, also das Activate wird schon angefangen in dem Moment, wo es da steht. Wenn es also parallel läuft und so, also jetzt Aufgaben auf dem Arduino zum Beispiel erledigt werden, die nicht auf dem Programm selbst laufen, dann passiert das zu dem Zeitpunkt schon. Wenn das schnell genug ist, kann das sogar sein, dass das DON in dem Moment, wo es die Funktion hier reinschiebt, schon aufruft die Funktion vor dem RUN. Das RUN ist so, blockiert sozusagen, blockiert das und ruft regelmäßig die ganzen Event-Listener, die man auf der Loop definiert, auf. Und der Event, einer der Event-Listener, der bei Arduino natürlich intern zum Beispiel ist, in dem Board versteckt, ist einer, der die serielle Verbindung liest die ganze Zeit, ob da Kommandos von dem Arduino kommen. Den sieht man hier nicht, der wird aber mit dem Activate halt ausgeführt. Dann wartet der, bis der Arduino sagt, ja, ich kann jetzt Signale empfangen und dann fängt er halt an, sozusagen auch mit dem zu reden. Das dauert auch eine Weile. So 2-3 Sekunden, dieses Activate im Normalfall, dauert das. Also der Arduino ist halt nicht ganz so viel Leistung, der braucht eine Weile, um sich hochzufahren und alles einzurichten. Im Browser ist dieses Loop RUN, ist sozusagen im Browser explizit, implizit drin. Jedes Browserfenster, das aufgeht, macht als erstes sozusagen einen Loop RUN intern. Und dann läuft die Event Loop und wenn man sozusagen neue hinzufügt,
dann erkennt Event Loop das und weiß, dass sie sie mit aufrufen muss. In PHP muss man sie halt explizit irgendwann starten. Ja. Mal gucken, wie ich überhaupt in der Zeit liege. Okay. Halbe Stunde, ganz okay. Event Loop habe ich gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist das dritte Ebene drunter. Das ist Carica.io. Das abstrahiert ein bisschen diese ganzen Event Loop-Geschichten, Events mit der Promises, damit man damit umgehen kann. Ich habe letztens mal eine E-Mail bekommen, die mir vorgeworfen hat, dass mein PHP-Code ja aussieht wie JavaScript. Stimmt ein bisschen, aber ich habe mehr Dollarzeichen drin. Zumindest mehr Dollarzeichen als jQuery-Skripte. JQuery könnte eine Ausnahme sein. So. Event Loop habe ich gerade schon ein bisschen was zu erzählt. Hier ist das JavaScript-Beispiel dazu. Ne? Also das ist das, was man zum Beispiel in JavaScript macht. Einmal pro Sekunde die Funktion aufrufen. Das sieht in PHP nicht viel anders aus, wenn man das benutzt. Zumindest bei Carica.io. Es gibt weitere Implementierungen, wenn man also solche Event-Loops ernsthaft benutzen will. Ist die Alert-Bibliothek eine gute Adresse oder React? Das sind zwei Projekte, die das implementieren. Wenn man eins von den beiden Projekten in das Carica-Projekt mit reinzieht, in so ein Carica-Arduino-Projekt reinzieht, schaltet die Event Loop von Carica automatisch auf entsprechend Alert oder React intern um. Die sind also kompatibel. Das Problem, was man mit diesem Asynchron die ganze Zeit hat, ist, dass man ein Ergebnis noch nicht kennt. Ich weiß nicht, ob jemand den Button anklickt oder welchen Status er bekommen wird. An, aus, wie hoch. Um da drum rumzubekommen und zu sagen zu können, was denn passieren soll, wenn ein Status dann berechnet wird, werden häufig Promises verwendet. jQuery hat das ziemlich auf die Spitze getrieben mittlerweile. Wenn man da einen Ajax-Call macht, kann man auf dem Ergebnis, das zurückgegeben wird, dann und Fehler aufrufen und einfach Funktionen hinzufügen, die halt aufgerufen werden, wenn das dann irgendwann mal zurückgekommen ist, das Ajax. Das hat man hier natürlich genauso. Beim Activate hat man es gesehen. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob das Activate in 3 Sekunden erfolgreich ist oder nicht. Ich will aber schon weitermachen. Und ich muss ihm sagen können, wenn es dann nicht erfolgreich war, dann gib mir doch mal eine Fehlermeldung aus. Das ist diese Promises. In jQuery, typisches Beispiel Ajax. Wenn du fertig bist, dann ja, sag mal, das ist fertig geladen. In PHP, ein Beispiel, was man damit machen kann, ist asynchrone Datenbank abfragen. Das funktioniert in PHP. Wenn man das aufruft und ausführt, dann kommt zuerst die zweite Query zurück und dann die erste, weil die halt eine Weile schläft und dann erst die halt ein bisschen länger schläft. Man kann also sozusagen mehrere Datenbank-Queries parallel abfeuern und dann wartet man so lange, bis die letzte davon zurückgekommen ist, aber die werden parallel ausgeführt. Heißt allerdings auch, dass man mehr Datenbankverbindungen braucht. Hat alles so seine Trade-offs. Event-Emitter ist das dritte Pattern, was hier zum Einsatz kommt, wenn man solche Hardware-Programmierung macht. Da werden sozusagen, wenn bestimmte Events auftreten, dann erledige etwas. Also wenn zum Beispiel auf dem neuen Dateistream Daten ankommen, dann sagt, dass der PIN jetzt low bzw. high ist, schalte ihn um, solche Sachen. Da setzt die Bibliothek hier auf das Event-Emitter-Pattern, damit man das nicht die ganze Zeit neu programmieren muss. Interaction, PHP Interaction. Es gibt PHP BGTK, ja. Man kann damit arbeiten, aber wenn man GUIs mit PHP macht, dann redet man meistens vom Browser. Formata brauchen dauerhaft laufendes PHP-Skript. Ergo, ich kann nicht das Ganze einfach in Apache reinhängen. Funktioniert nicht. Der Request beendet sich und mein PHP ist weg. Aber wenn ich ein Interface hier möchte, dann muss der HTTP-Server in PHP implementiert werden. Das ist der Grund, warum Carica.io standardmäßig einen ganz, ganz minimalen HTTP-Server mitbringt. Nein, er implementiert nicht vollständig das tolle neue HTTP 2.0 oder überhaupt HTTP 1.0, aber es reicht für die meisten Sachen. Hier ist ein Routing drauf, gerade in dem Quellcode-Beispiel.
der halt einfach sozusagen Hallo zurückgibt. Hallo und den Namen, der übergeben wurde im Pfad. Darüber, ein bisschen Dateiauslieferung ist auch dabei. Und darüber ist eben dieses Formatbeispiel an den Browser gekommen. Das wurde von PHP selbst ausgeliefert. Ja. Einfachstes Beispiel. Eine interaktive LED. Ein bisschen HTML braucht man. Buttons an- und ausmachen das Ganze. Und dann ein bisschen PHP-Quellcode. Das Board muss aktiviert werden und wenn es aktiviert wurde, soll er eine neue LED erzeugen auf Pin 20. Pin 20 hat der Arduino jetzt hier nicht. Müsste ich also einen anderen einstellen, aber ist ja egal. Und dann wird hier eine Route definiert. Wenn die im Status on zurückgibt, soll er die LED anmachen, ansonsten soll er ausmachen. Noch den Stand zurückgeben, den Server anmachen und die Datei ausliefern, die HTML-Datei. Das ist ein vollständiges PHP, um den Arduino zu steuern. Ich rufe das mal eben auf. Man sieht also schon, ich rufe das jetzt auf der Kommandozeile auf und nicht mehr im Webserver. Und habe jetzt aber An- und Aus-Button. Ich kann jetzt interaktiv die LED an- und ausmachen. Das ist tatsächlich mit den Bibliotheken jetzt von Carica ist das alles, was notwendig ist. Ja. Nur um jetzt sicher zu gehen, dass ich verstanden habe. Das heißt, auf dem Computer, der da steht, hast du PHP gestartet. Ja. Und dieses PHP hat den Webserver aufgemacht. Ja. Das ist also, kennt man eigentlich eher von Node.js. Ist genau das gleiche Konzept. Also die VM macht den Webserver auf und nicht der Webserver startet eine Instanz der VM. Weil wie gesagt, es muss dauerhaft laufen, also wird es umgedreht. Was natürlich geht, es läuft an einem Prozess, man kann also zwischen den Prozessen auch teilen. Also Chats oder sowas sind mit dem Konzept auch möglich. Ja. Wenn ich jetzt im Apache-Server habe, da läuft PHP drauf, kann ich sowas im System oder sowas aufrufen? Ich mache eine richtige Webseite, habe ich einen richtigen Server. Aufrufen? Aufrufen, ja, auch steuern, ja, aber man muss zwei Sachen sehen. Das eine ist, dieser Startup von so einem Arduino, selbst wenn da kein Firma da drauf ist, also wenn man das hochoptimiert und sozusagen ein eigenes Protokoll entwickelt und so ein minimales Programm, 1-2 Sekunden braucht das. Für Web-Requests indiskutabel. Muss also irgendwo laufen. Was ich eher empfehlen würde dann zu tun ist, so einen Non-Blocking-Server in PHP hochzufahren und in Apache zu benutzen, um die ganzen Ressourcen auszuliefern. Und die Webseite selbst. Also, dass der wirklich nur noch die Kommandos entgegennimmt und entsprechend sagt, stell mal um. Also halt, und der ganze andere Kram hat klassisch die Web-Applikation, die das Interface baut, die in die Datenbank spricht und so weiter, die halt über ein Apache-Nginx oder ähnliches laufen lassen. Also ich habe es nur, warum halt die Dateiauslieferung in diesem einfachen Webserver drin ist, ich bin zu faul. Ich will nicht jedes Mal einen Webserver konfigurieren für jedes Demo-Projekt. Ja. Und dafür reicht er. Da muss er nicht besonders schnell sein. Er ist tatsächlich
Das ist sehr lustig. Es ist tatsächlich schneller, das so zu machen, als es über den in PHP integrierten Webserver zu machen. Also diesen PHP-S. Weil der immer nur einen Request abarbeitet, der kann mehrere parallel. Ja. Das ist ein anderes Beispiel, Color Circle. Eben hatten wir ja so eine LED, die nur an- und ausgeht. Allerdings im zweiten Beispiel war es schon eine rote LED. Die machen mehr Spaß. Was sind eigentlich drei LEDs? Eine rote, eine grüne und eine blaue. Braucht entsprechend auch drei Pins. Aber auf denen kann man dann Farben setzen. Also drei Pins, die Farbe setzen und anmachen. Wenn ich das jetzt... Da habe ich dann auch mal was vorbereitet. Den Farbkreis. Und wenn ich jetzt hier die Farbe umstelle, kann ich damit die LED umstellen. Sieht man, ne? Ja, denke ich. Ist auch über die Abstraktion, läuft auf dem PHP. Das Schöne ist, das ist ziemlich schnell. Also die Event-Loops gehen runter so auf 10 Millisekunden. Man bemerkt auch von Sensoren, wenn die reinkommen, keine Verzögerung. Also das ist nicht so, dass man dann wartet, bis dann irgendwann mal das Sensorsignal ankommt. Es sind so 10 bis 40 Millisekunden, was das System Verzögerung hat. Je nachdem, wie der Arduino auch konfiguriert ist, kann man mit leben für die meisten Sachen. React-PHP, hatte ich eben schon mal angesprochen, ist eine alternative Event-Loop für PHP. Damit kann man so richtig Sachen wie Chats implementieren. Ist auch schon etwas älter. Derzeit gibt es auch Bestrebungen, die Event-Loop als in PHP direkt zu integrieren, solche Fähigkeiten. Dass es also eine Ebene tiefer kommt, dass es standardmäßig in PHP enthaten ist. Und tatsächlich auch auf der libuv, das ist die gleiche Bibliothek, die auch in Node.js verwendet wird dafür, die in PHP reinzunehmen, sodass man standardmäßig PHP nicht nur im Webserver, sondern auch ähnlich wie Node.js aufrufen kann, ohne noch eine zusätzliche Extension. Derzeit braucht man eine Extension. Es gibt allerdings eine, die wird standardmäßig mitgeliefert. Die Stream-Extension bringt eine Event-Loop mit. Die React, Alert und auch Carica können diese Event-Loop auch nutzen und erkennen automatisch, ob eine Extension da ist. Wenn ja, dann wird diese Event-Loop benutzt. Ansonsten geht es halt auf die Stream-Extension. Die ist nicht die effizienteste, reicht aber häufig. Warum React trotzdem nutzen? React hat auf React aufbauend gibt es ein nettes Projekt, das nennt sich Redshed. Redshed sind Websockets. Dieses tolle Neue, was in den Browsern eingebaut wurde, kann man damit machen. Und Websockets bauen eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Webserver und dem Client auf, über den Kommunikation hingehen kann. Plötzlich kann also der Webserver Daten zum Client pushen. Und wir haben hier Hardware mit eventuell Sensoren dran. Und bei Sensoren-Events ist es dann natürlich auch so, dass wir das, was möglichst zeitnah sein soll. Hier ist jetzt auch ein PHP-Programm gestartet entsprechend. Da sieht man schon, dass die Daten rübergehen. Was man hier jetzt nicht lesen kann, aber man kann sehen, hier passieren nur drei Requests. Also er fängt jetzt nicht an, einmal pro Sekunde neue Requests an den Webserver zu stellen, sondern die letzte Verbindung wechselt das Protokoll auf Websockets über das Redshed und darüber redet er jetzt damit und bekommt die Sensorsignale von dem Lichtsignal. Auch mit dem Drehregler. Dann läuft das vor sich hin. Also auch Sensoren gehen rein, man kann die in Echtzeit im Browser anzeigen oder in die Datenbank loggen. Das funktioniert damit. Da übrigens, jetzt mit einem Raspberry und dem Arduino und dann vielleicht das PHP oder dem Jun, ist das deutlich einfacher, als das auf dem Arduino direkt zu programmieren, die Websockets.
Da gibt es Hypotheken für, aber die Leistung ist sehr, sehr knapp in der Hinsicht, um das wirklich zu benutzen. Ja. Das Projekt, die Sensorphalanx, ist auch im Netz verfügbar. Die bisherigen Sachen waren alle direktes Reden mit dem, Output. Ich habe den Pin umgestellt. Es gibt eine erweiterte Variante, das ist Shift-Out. Shift-Out spricht mit zu kleinen Hardware-Chips, das sind diesen hier, sogenannten Shift-Registern, und stellt deren Pins an oder aus. Wenn man also das als Protokoll hat, kann man damit plötzlich nicht mehr nur die Pins von dem Arduino steuern, die ja begrenzt sind, sondern mehr. Wenn man so ein großes LED-Array sieht, dann kann man sich vorstellen, dass man da nicht irgendwie 20 Arduinos drunter gehangen hat, um alle Pins anzuschlöppeln, sondern das passiert über solche Shift-Register. Das sieht dann so aus, dass man drei Pins bekommt. Das ist einmal ein Latch-Pin, ein Clock-Pin und ein Data-Pin. Der Latch-Pin sagt, schaltet man um zu sagen, jetzt fange ich an, Daten zu senden, schalte ihn wieder hoch, um zu sagen, ich bin jetzt fertig, stell mal da. Der Clock-Pin sagt, da ist ein neues Bit, immer low, anfangen, umstellen, wieder hochstellen, Bit da, kann gelesen werden. Und der Data-Pin ist die eigentliche Information. Und somit kann man dann einfach über die Zahlen das Shift-Register steuern und ein bisschen binär zählen. Man sieht hier auch, hier gerade, das ist die Kommunikation der seriellen Schnittstelle. Ne? Darum blinkert die ganze Zeit. Also der redet jetzt, vorher kommen ja viele Kommandos, weil jede Zahl muss ja gerade schnell umgestellt werden. Da kommen natürlich viel Kommunikation in dem Moment. Aber was man auch sieht an dem Video hier, das geht durchaus zügig. Das ist noch nicht das Schnellste, was geht. Lange nicht. Shift-Register. Eine andere Fähigkeit von denen, die kann man hintereinander schalten, in Reihe. Und wenn man dann in die Daten reinschiebt, dann fallen die, wenn das erste Shift-Register voll ist, fallen die einfach hinten rüber und es wird das nächste gefüllt. Man kann also davon einfach viele Shift-Register ineinander hängen, um mehr Pins zu haben. Und zum System hin hat man nur die drei Pins. Es sind allerdings 5 Kabel, weil irgendwo muss der Strom herkommen und irgendwo muss der Strom hingehen. Also Spannung und Ground ist auch immer noch dabei. Und hier sieht man schon, so ein Breadboard kann irgendwann ziemlich voll werden, dann kauft man sich ein größeres Breadboard oder klemmt ein zweites dran über die Lücken. Oder fängt irgendwann dann auch mal an zu löten. Ist nicht so schwer, wie man denkt. Und dann, Quellcode überspringe ich mal, den kann man so lesen, wenn Fragen sind, kann ich es auch noch erläutern, kann PHP Zahlen darstellen. Wie viele neue E-Mails sind da? Solche Sachen könnte man dann als hübsche Leiste über Monitor bauen. Über das Shift-Register. Man hat auch gesehen, jetzt gerade auf dem Bild, sind eine Menge Kabel zu ziehen. Netterweise braucht man das nicht selber machen. Ups. Aber das haben die Hardwarehersteller schon für einen gemacht. Wenn ihr hier mal schaut an der Seite, ups, mein Livepad wieder haben. Wenn ihr hier an der Seite schaut, das ist sind sozusagen 8 von diesen Segment-LEDs. Und die sind über so eine Shift-Registersteuerung an den Arduino angeschlossen, über die entsprechenden 5 Kabel. Und damit kann ich jetzt hingehen. Ups.
Da fängt er fleißig an zu zählen. Die Kamera umschalte. Dann fängt er jetzt an zu zählen. Also noch könnt ihr wegrennen, ist noch ein bisschen Zeit übrig, bevor es explodiert alles. Das Ding trickst du übrigens ein bisschen, das ist nett. Das sind nämlich eine Menge LEDs, wenn man hier hinguckt. Und das Problem ist, wenn man so einen großen Unterschied hat zwischen gar keiner und einer Menge LEDs, was hier intern sogar noch passiert ist, dass immer nur 8 LEDs gleichzeitig an sind. Dadurch halten sich die Spannungsschwankungen ein bisschen in Grenzen und der Arduino überlebt das. Also die ganzen LEDs auf einmal anmachen, ja, wäre wieder ein neuer Arduino fällig. Es sei denn, man entkoppelt dem und gibt dem nochmal extra Spannung. Ja, solche das ist halt das Schöne an dieser Umgebung jetzt, die Bauteile. Also so ein Display hier kostet 2,50, 3,50 bei eBay. Bestellt man meistens mehrere, weil sonst sind die Versandkosten zu hoch. Ja. Jetzt habe ich viel gezeigt, was alles geht. Habe ein bisschen angegeben. Zum Starten. Wie startet man damit? Ein Composer Create. Jemand noch nicht von Composer gehört? Sollte inzwischen eigentlich bei allen angekommen sein, denke ich mal. Es gibt auf Packages ein Chip Skeleton. Das ist ein Standardprojekt. Das kann man sich rauschecken. Ich behaupte noch nicht, dass das stabil ist. Deswegen muss man angeben, dass man die Stability Dev haben will. Ich traue dem Ganzen noch nicht ganz so sehr. Dann macht der Composer das, baut ein neues Paket, fragt nach, ob er halt die Versionskontrolle entfernen soll und so weiter und so fort, tut sich alles raus, ganz brav, liest man einmal und dann vergisst man es. Dann muss man ein bisschen Bootstrap konfigurieren. Ich muss sagen, hat man eine serielle Verbindung oder so eine TCP-Verbindung über einen SER-Proxy. Muss ihm dann entsprechend, je nachdem, was man ausgewählt hat, sagen, wo das serielle Device rumhängt, wie schnell es ist. Oder halt, welche TCP-Verbindung das ist. Und dann bekommt man den Skeleton und kann anfangen. So. Ich habe gerade gesehen, dass da würde jetzt die ersten, was ich ganz am Anfang gezeigt, die ersten zwei Zeilen reinposten. Fertig. Man hätte eine lauffähige. Ha? Einen lustigen Tweet bekommen. Will ich den lesen? ja. Also damit kann man loslegen. Dann läuft das schon. Und dann kann PHP Hardware steuern. LED-Objekt rein vielleicht noch. 2 Sekunden Rhythmus blinken. Dann blinkt's. So. Und damit wäre ich durch und wäre für Fragen offen. Ja. Nein. Nein. Also das für Mata besteht ist halt das Protokoll. Das besteht dann aus, braucht 2 Implementierungen, damit es miteinander reden kann. Ja, aber was läuft ja dann auf dem Arduino, also was läuft auf dem Arduino, was die für Mata-Kommandos entgegennimmt? Also was macht was? Also es gibt tatsächlich eine Implementation für den Raspberry, die auf dem Raspberry läuft und das umsetzt auf die File.io, GPIO, was der Raspberry benutzt intern. Dass man halt den Redundant, dann läuft auf dem Raspberry sozusagen ein formater Server, der es auch erlaubt, diese ganzen Sachen auf den Pins des Raspberries zu machen. Und die werden dann intern auf die File-Deskriptoren umgesetzt, die das GPIO, was der Raspberry halt benutzt. Das kann man, da läuft es dann tatsächlich sozusagen auf dem Server. Aber es muss halt auf dem Gerät, wo die Pins dran sind, muss irgendwas laufen. Das kann man selber bauen oder damit das vorgefertigte, voilà, da. Ja. Das ist auch ein konfigurierbares Set. Das, also hier sind die Leistungsbeschränkungen, spielen da wieder ein bisschen rein. Man kann dem Formater halt sagen, was drin sein soll als Funktionalitäten. Ich habe hier immer über die Standardformater gesprochen. Man kann auch zum Beispiel sagen, dass nur die analogen Features drin sein sollen. Dann kann der halt nur analog lesen, zum Beispiel. Das kann man umkonfigurieren. In dem Quellcode, sagen wir in der Hauptquellcode-Datei, dann baut er das unterschiedlich auf, kompiliert das. Und dann kann man speziell damit reden. Dann funktionieren aber viele dieser kleinen Bibliotheken nicht mehr, weil die das halt dann
davon ausgehen, dass es ein bisschen anders ist. Kann der Arduino auch noch selbstständig? Oder natürlich. Nee, also jetzt in dem Fall ist er eigentlich völlig Slave, ja. Aber es, bestimmte Aufgaben werden auf dem Arduino ausgeführt. Ich habe jetzt hier das Shift-Out gezeigt. Es gibt ein zweites Protokoll, I2C. Da ist es tatsächlich so, dass man das Befehl an den Arduino rüberschickt und dann sagt, ausführen. Also da wird erst gesendet und dann sozusagen wird gesagt, jetzt lieber Arduino, rede damit. Genauso beim Sonar ist ein angepasste Formate. Wenn man den Sonarsensor dran hat, dann schickt man an den, führe das aus und er meldet sich zurück, wie lange er gebraucht hat für dieses Signal. Ja. Weil du kannst halt nicht den Pin umschalten, um den Sonar mit Strom zu versorgen, um den zu triggern und dann zu lesen über die analoge Verbindung, wie lange er gebraucht hat. Das funktioniert nicht. Hast du Erfahrung mit sowas wie, also ich meine, für so Hausautomatisierungssachen will man ja meistens nicht so wirklich mit Sparstrom arbeiten. Ja. Und es gibt ja diese praktischen Fernbedienungen, die man so zwischen zwei Stecker steckt. Gibt es so Shields, die diese Fernbedienungssignale senden oder lesen oder irgendwie? Ja, gibt es. Also die Frage war, ob es für diese Funkfernbedienungen entsprechende Arduino-Shields gibt, um die sozusagen zu steuern damit. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die einfachen, also manche implementieren direkt den Funkchip sozusagen selbst. Die einfachste Umsetzung davon ist tatsächlich, die Fernbedienung aufzumachen und die Pins ranzustöpseln. Ja, kann man in den Kasten packen. Aber es gibt tatsächlich auch Funkmodule in Shields drauf, die das dann sozusagen komplett emulieren und das dann sozusagen das Signal direkt senden. Das ist mehr oder weniger ein Standard. Das sind, also wenn man das mal ausprobiert, die Fernbedienungen funktionieren auch cross und so. Es gibt diese Funktionalität sogar schon vorgefertigt von Anker, glaube ich. Da gibt es eine WLAN-Station, die genau das tut, Funksteckdosen steuern. Die kann nicht mehr. Aber die sind über WLAN quasi. Genau. Das ist sozusagen genau das, was man sich selber bauen würde dann in dem Moment. Kostet auch ein bisschen mehr, als wenn man es selber baut. Weitere Fragen? Ich muss zugeben, ich habe mich größtenteils halt mit diesen Beispielen beschäftigt, um das alles zum Laufen zu bekommen. Momentan bin ich halt an der Segmentanzeige dran. Die Segmentanzeige läuft jetzt, ich kriege ein paar Signale raus. Es war ein bisschen schwierig, dafür Doku zu finden, was ich ihm schicken muss, um welches Zeichen zu bekommen. Da bin ich immer noch am Experimentieren. Sprich, ich implementiere mehr Bibliothek als Projekte. Ich hatte eigentlich mal vor, so Heimautomatisierung damit zu machen. Dazu bin ich bisher noch nicht gekommen. Ja. Vielleicht nimmt mir ja mal jemand von euch so ein bisschen Arbeit ab und implementiert ein bisschen mit. Wäre ich dankbar drüber. Dann komme ich vielleicht auch dazu, meine Thermostate zu steuern damit. Also du hast dir ein eigenes Protokoll auf dem Arduino implementiert, sozusagen einen eigenen Server und über den sprichst du dann über die Serial-Schnittstelle auf der Konsole. Das ist ja alles fertig. Du musst eigentlich praktisch nur den Befehl geben, mach dich an. Ne? Das kann ja. Ich mit einer Zeile wäschen, also, sage ich dem Arduino, mach dich an. Man kann ihm theoretisch auch die ganzen Formata-Controls über die Konsole schicken, allerdings ist das ein Binärprotokoll. Das macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Und genauso kann ich auch lesen. Ne? Also das geht auch mit Cat. Mit Cat kann ich mal auslesen, was schreibst du mir gerade? Ja. Echo schreibe ich drauf. Also das mit dem PHP ist natürlich super, da kann ich natürlich viel mehr machen. Ja. Aber es geht theoretisch auch in eine normale. Klar. Was man hier halt bekommt, ist, es ist ein Standard für die Kommunikation zwischen den beiden Systemen. Also Format ist einfach ein Standard, dadurch kann man eine Standard-Client-Bibliothek bauen. Wenn man eine Standard-Client-Bibliothek hat, kann man Standardklassen bauen wiederum, die auf diese Bibliothek aufsetzen und halt einen LED-Blink anbieten. Oder halt auch ein Fade-To für Farben auf den RGB-LEDs. Weil das ist dann doch schon ein bisschen komplexer zu implementieren auf so einer Event-Group. Ja. Kann man, klar. Auch dann per PHP, weil ist ja die gleiche Kommunikationsschnittstelle wieder. Ja. Also ich kann noch...
Das kann man, aber bietet halt nicht die Vorteile, dass man dann irgendwie die vorgefertigten Klassen machen kann. Das ist schon besser. Ja, das ist das Ziel. Ich bin noch eine Weile hier, glaube ich, auch auf dem Sushi-Event. Also für Fragen, direkte Fragen, stehe ich gerne noch zur Verfügung. Einfach vorbeikommen, Hallo sagen und fragen. Ansonsten, ja, Dankeschön.